Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Margit Grathwohl und wir machen es heute wie jeden Montagabend weiter mit der Serie Bewusstsein einfach und leicht, indem wir die deutschsprachigen Access Consciousness zertifizierten Facilitatoren vorgestellt werden. Und heute wird die Elvira Hosp vorgestellt von der Silvia Schulz im Gespräch. Mit dem Thema, was erlaubst du dir zu empfangen? Was bist du bereit zu empfangen? Noch eine kleine Anmerkung, ihr seid alles herzlich willkommen und ihr seid eingeladen, Fragen zu stellen. Und dazu bitte einfach die Stummschaltung aufheben. Wie immer wird dieses Interview aufgezeichnet auf YouTube und derjenige, der da nicht mit dem Video gezeigt werden will, der stellt einfach sein Video ab oder stellt die Frage im Chat. Ja, und nun wünsche ich euch viel Spaß. Danke dir. Ja, herzlich willkommen an alle und auch an dich, liebe Elvira. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute interviewen darf. Wir haben uns ja im letzten Jahr kennengelernt in Ravensburg, also bei uns in Ravensburg bei dem Kurs von der Tanja Barth. Und seither haben sich unsere Wege ja immer wieder gekreuzt. Jetzt haben wir sogar eine gemeinsame Kreation in Planung, einen gemeinsamen Foundation in Zürich Ende nächsten Monats. Da freue ich mich riesig drauf. Ja, und dieses Thema, was bist du bereit zu empfangen, ist natürlich hochspannend. Wenn man neu zu Access kommt, dann denkt man, ach ja, empfangen, klar, her mit dem Geld, her mit den Klienten, her mit den Patienten, ich empfange sie doch. Und dann merkt man mit der Zeit, wow, so, ja, da habe ich mir vielleicht doch was vorgemacht. Wie ist das für dich? Was bedeutet es für dich zu empfangen? Ja, also auch zuerst mal noch Hallo von meiner Seite. Es freut mich, dass ich hier dabei sein darf und kann. Und wie schon vorhin gesagt, ich bin auch total nervös. Irgendwie, was erwartet mich jetzt? Wo geht die Reise hin? Genau, und was bedeutet für mich empfangen? Also ich merke bei mir einfach so oft, wie wir gelernt haben, eigentlich nicht zu empfangen. Und es fängt vielleicht schon so bei kleinen Sachen an. Also das habe ich ja früher überhaupt nicht verstanden als kleines Kind. Da kommt die Nachbarin rüber, will meiner Mutter Geld geben für irgendwas. Und dann so, nein, nein, ist nicht nötig, behalt das Geld, du musst mir doch nichts bezahlen. Und das ist so eine typische Situation, oder? Nur schon Geld für etwas zu erhalten, für eine Dienstleistung, für irgendwas und wie wir damit groß geworden sind. Nein, nein, du musst es mir nicht bezahlen, ist alles gut. Und dann komme ich als kleines Kind, als kleine Lira und sage, ja gut, also wenn ihr beide das Geld nicht wollt, dann nehme ich's. Und das fanden sie dann beide auch nicht okay. Also, und das habe ich auch nicht verstanden. Aber es ist auch jetzt etwas, was mich öfters begleitet. Also es ist schon so, dass ich immer sage, ich bin bereit, alles zu empfangen. Und teilweise funktioniert es, teilweise funktioniert es nicht. Aber ich bin es mir zumindest wahrscheinlich auch immer noch nicht ganz überall bewusst, wo ich nicht bereit bin zu empfangen. Aber es fängt bei so kleinen Sachen an, wie man sagt, hey, ich lade dich ein für den Kaffee. Und dann einfach sagen, ja, danke. Ich gebe dir das, ja, danke. Und bei so kleinen, banalen Sachen nur schon anfangen zu sagen, ja, das habe ich mir verdient, ich bin es mir wert und ich empfange und ich nehme es an. Und das andere war dann auch, ich habe mal, bevor ich so noch in meinen Anfangszeiten von Access Consciousness, habe ich auch bei Dirk Bigel zweimal so 21 Tage Energieziehen gemacht. Und das war dann auch mit Raum werden. Und welcher Raum bist du für das Empfangen? Und das hat mich so wahnsinnig beeindruckt und auch das Erlauben, Erlauben zu empfangen und Erlauben, alles zu sein. Und
alles zu empfangen. Das sind so zwei Sachen, die sind mir wahnsinnig geblieben und ich finde es extrem schön, damit zu arbeiten. Den Raum werden, Raum fürs Empfangen und Raum auch zu erlauben. Und auch davon ausgehen, dass, ich stelle mir ja dann etwas vor, ja natürlich empfange ich das, weil das sieht dann so und so aus und das ist so und so schön. Und jetzt kommt das ein bisschen anders verpackt, als ich das erwartet habe. Und das ist im ersten Moment unangenehm oder das ist im ersten Moment schmerzhaft oder was auch immer. Meine Stelle wird gekündigt, mein Partner verlässt mich, ich werde aus der Wohnung geworfen, weil sie renovieren oder. Und da ist scheiße, aber das nicht. Aber wenn hinter all diesen Sachen ein Unfall, eine Krankheit, ein Geschenk für mich ist, dass wenn ich es empfangen würde, sich etwas Großartiges zeigen darf, dann wäre ich wohl eher bereit, das anzunehmen. Und das Spannende ist ja ganz oft, wenn Leute durch Krisen gehen, und ich hatte auch so meine Erlebnisse, aber immer wieder zu schauen, okay, das habe ich gekriegt, das war schwer, da bin ich aber durch. Und im Nachhinein, dass man auch solche Dinge, Schicksalsschläge, Krankheiten, als eine Chance sieht, als ein Geschenk sehen kann, dass, wenn man es empfängt, sich ganz vieles zeigen darf und sich Neues kreieren darf. Ja, da sprichst du ja was ganz Wichtiges an. Also für mich war das am Anfang so, ich habe Empfangen mit den positiven Dingen verbunden. Eben, ich wollte mehr Geld haben, ich wollte meine Praxis, dass die läuft und solche Dinge. Aber dass das Empfangen alles einschließt, auch das, also auch die schwierigen Erlebnisse, auch die Krankheiten, auch die Trennungen, auch die Misserfolge, die vermeintlichen. Das ist etwas, das habe ich erst gelernt, mit Access zu akzeptieren oder zu überhaupt anzuerkennen, dass das auch dazugehört. Und ja, genau, also das finde ich ganz wichtig, dass du das ansprichst. Und was mir auch gerade aufgefallen ist, dass du geredet hast, als Baby sind wir ja so bereit zu empfangen. Also ein Baby, das empfängt ja 100%. Und wenn's, wenn man nicht bereit ist zu geben, dann fordert es so lange ein, bis man ihm gibt, was es gerne empfangen möchte. Und es ist ja schon erstaunlich, was da auf dem Weg eigentlich, ich sag jetzt mal, schief läuft. Also was da eigentlich passiert auf diesem Lebensweg, dass uns so vom Empfangen auch abschneidet. Was sind, ja, was, möchtest du da was dazu sagen noch, oder? Ja, es ist eigentlich genau da, wo du anfängst. Als Baby, da sind wir da, wir werden geliebt. Wir sind da, wir schreien, wenn uns etwas nicht passt. Wir manipulieren schon voll, oder? Wir strahlen in die Welt raus und dann kommt aber ein Strahlen zurück. Also so ein Babygesicht, das dich anstrahlt, da kannst du nicht anders, als dem Kind ein Lachen zu schenken. Und das tut das Herz auf und das verbindet. Und dann kommt man plötzlich in die Bewertung. Ich glaube, ein Baby, also nicht, dass ich mich tatsächlich daran erinnern könnte, aber ich würde mal sagen, als Baby hat man keine Bewertung. Bin ich hübsch, bin ich nicht hübsch? Ein Baby, ein kleines Tier, es ist einfach knuffelig und süß und überhaupt. Und die haben überhaupt keine Ansichten. Bin ich richtig, bin ich falsch, bin ich dick, dünn, was auch immer. Und dann kommen so die Bewertungen. Und das Spannende war ja mal, ich war bei einem SOP, ESP, das war der noch ein Kurs davor mit denen. Und wir hatten Kinder vorne im Publikum. Und bei Access Consciousness dürfen ja die Kinder alle gratis, also bis 15, sind alle willkommen, kostenlos an den Kursen teilzunehmen. Und teilweise gehen die dann wieder raus und spielen und dann kommen sie wieder rein und tragen bei. Und das war dann so witzig, wie die Kleinen, das war so eine Inderfamilie vorne, irgendwie 6 und 8 und die waren noch so voll in der Energie. Hey, ich habe mal eine Frage und empfang mich jetzt und ich bin mir ganz, ganz wichtig. Und hinten, wir waren etwa 150 Leute im Kurs, es hat
3-4 Mikrofone gegeben und wer schon mal an einem so großen Kurs mit dabei war, der weiß, also wenn der Dean oder irgendjemand da vorne ist und facilitiert, dann stehen sich die Leute die Füße platt, stehen da locker mal 1-2 Stunden, damit sie eine Frage stellen können. Und die Kleinen, die waren einfach da und haben gesagt, hey Moment, sie da hat eine Frage und hör mir jetzt zu und ich bin mir wichtig. Und das hat dann den auch wieder aufgegriffen und gesagt, jetzt schaut euch mal die Kinder an. Und wo haben wir diese Energie verloren? So das Wichtigsein, auch das, klar, Anstand und man lebt zusammen und es gibt so gewisse Regeln, aber auch so, ich bin wichtig, ich habe hier was zu sagen, ich habe hier eine Frage und in dem Moment, in dieser Wichtigkeit, auch in dieser Selbstverständlichkeit, ich bin mir wichtig und ich bin es mir wert, würde ich sagen, da sind wir noch ganz stark auch im Empfangen und am Annehmen und am Erlauben. Und dann kommen die Bewertungen und die Bewertungen und man soll ja nicht und man soll ja nicht egoistisch sein und du kannst ja nicht noch mehr fragen, oder? Access ist immer so, und was ist jetzt noch alles möglich? Und am Anfang die Leute so, wie jetzt, was ist jetzt noch alles möglich? Du bist schon undankbar. Also jetzt hast du so vieles gekriegt, jetzt ist da, wow. Und dann kommst du und sagst, was ist jetzt noch möglich? Das kannst du ja nicht, du kannst doch nicht konstant noch mehr fragen. Das macht man nicht. Also ich denke, es hat ganz, ganz viel auch mit Bewertungen zu tun. Was darf man machen, was darf man nicht machen? Was denken die anderen von mir? Und was erlaube ich mir zu sein? Und welchen Raum vom Empfangen erlaube ich mir zu sein? Wie groß kann ich diesen Raum machen des Erlaubens? Auch mir erlauben, alles zu sein. Das Gute, das Schlechte, das Schöne, das Hässliche. Einfach alles zu sein. Und das lernen wir ja auch. Also immer eigentlich gut drauf zu sein, gut auszusehen und nett zu sein. Also ich bin ja unter anderem, unterrichte ich auch Yoga und da lernt man natürlich auch immer das Nette und irgendwie, aber auch alles anerkennen, was wir sind und ab und zu auch mal einfach eine Bitch sein und mal wütend zu sein und mal ein Arschloch zu sein und dann wieder wählen, etwas anderes zu sein. Und je mehr, dass ich mir erlaube, dass ich alles sein darf, glaube ich auch, dass ich mir mehr erlauben kann, alles zu empfangen. Ja, ich denke einfach auch diese alten Dinge, also bei mir sind da gerade so Sätze hochgeploppt, die ich gehört habe im Lauf meiner, also während ich aufwuchs, ich weiß ja nicht, wie das bei dir war, so meine Mutter hat immer gesagt, ich nehme mich eben nicht so wichtig und da war sie stolz drauf. Oder so, Bescheidenheit ist eine Zier oder dann so Dinge, dass man ja vorgelebt bekommt, wie man aussehen soll, wie man sein soll, aber man darf es ja auf keinen Fall von sich sagen, ich bin schön, ich bin gut, ich bin erfolgreich oder so. Das sind Dinge, die hätte ich mir nicht erlaubt zu sagen. Dann ist man ja eingebildet. Und diesen ganzen Mist, sage ich jetzt einfach mal, mit dem man so aufwächst, wow. Ja, ja, das ist genau... Da hat Susanne Mittermeier, die macht ja auch Right Voice for You. Und die hat da auch mal eine Anekdote erzählt in einem Kurs. Und es ist so aus dem Leben gegriffen, oder? Da müssen die Leute auf eine Bühne gehen und sich mal hinstellen vor allen anderen. Und da hat es eine gehabt, also die hat sich fast unter den Tisch verkrochen und wollte nicht raus. Und sobald jemand in dieser Energie ist, dann will man ihm oder ihr ja helfen. Nein, komm, hab den Mut und mach doch und komm und du kannst doch das und du hast doch eine schöne Stimme, du siehst gut aus oder was auch immer. Und wenn dann jemand kommt und sagt, cool, das ist meine Bühne, ich fühle mich wohl, ich gehe da rauf und perform jetzt mal. Und denkst du, was ist mit dir los? Also irgendwie, du willst ja die Leute immer dorthin begleiten und ihnen helfen, solange sie schwach sind. Aber wenn dann jemand dort angekommen ist, dann wird er wieder falsch dafür gemacht. Dass er halt sagt, ja, und Stage is mine, da fühle ich mich so wohl. Und
diese Paradoxe und so wachsen wir auf. Und einfach immer diese Gegensätze. Eigentlich muss ich dahin, wenn ich aber da bin und sage, es ist alles gut, dann bin ich eingebildet, dann bin ich ein Poser, dann bin ich irgendwas. Ja, interessante Ansichten. Und das ist halt an dem Was einfach extrem cool, oder? Alle Ansichten, die wir gespeichert haben, über alles, was uns gesagt worden ist, alles, was wir als wahr abgekauft haben, alles, was wir am Anfang vielleicht in Widerstand gegangen sind, aber das speichern wir ja alles in unserem Kopf, in unserem Körper. Und diesen ganzen Mist, diesen ganzen Müll einfach mal loslassen. Und je mehr, und das ist es ja auch, wo wir sagen, mit dem Was lernst du wieder zu empfangen. Und weshalb? Weil du den ganzen Mist, den ganzen Müll, den du in diesem Leben oder in früheren Leben, und das finde ich auch so spannend, wo ich das abgekauft habe, für mich wahrgemacht habe. Und teilweise denkt man, ja, ich habe ja vielleicht, es gibt ja auch Leute, die einfach sagen, hey, ich habe ein grandioses Leben. Woher kommt das? Ich kann es mir nicht erklären. Und wenn wir aber solchen Mist und einfach oder spüre Eide, die wir geleistet haben im früheren Leben, wenn wir das alles noch mit uns mitschleppen und einfach mal auftun und sagen, hey, was schleppen wir schon seit x Leben mit uns mit und dürfen auch das noch loslassen. Und wie großartig, wie viel Raum gibt das auch? Wie viel Raum, um wieder zu empfangen, gibt das auch? Ja, die Bars sind natürlich genial, eben um Empfangen zu üben. Würdest du noch andere Werkzeuge empfehlen, die helfen, das Empfangen zu, wie soll ich das jetzt nennen, also mehr ins Empfangen zu kommen? Ja, also mein Lieblingswerkzeug beim Empfangen ist wirklich Raum werden. Zuerst Raum werden, dann das oder so kurz erklärt, was man da macht, weil ich weiß, dass lange nicht jeder hat schon mal mit Energieziehen gearbeitet und Raum werden gearbeitet, aber man wird sich bewusst, dass man einen physischen Körper hat, nimmt den Körper wahr und fängt sich dann an, energetisch auszudehnen. Nur schon das macht einfach unheimlich viel Spaß für mich. Mache ich auch ganz oft in den Yogastunden, im Shavasana oder so, weil die Leute dann sowieso da liegen und einfach froh sind, dass sie nichts machen müssen. Kommt auch sehr oft sehr gut an, bei den meisten. Mit natürlich, es gibt dann auch Leute, das macht die jetzt und so. Aber grundsätzlich einfach das energetische Ausdehnen und zwar in alle Richtungen. Ich finde es sehr, sehr schön, dann dich mit der Erde zu verbinden. Habe ich auch mit Jugendlichen gemacht, also bei einer Freundin, wo ich jetzt während Corona viel Yoga unterrichtet habe. Die hat drei Mädchen und die fanden das jedes Mal so sensationell und das war so schön, weil die haben total verschiedene Altersgruppen plus dann noch die Mutter, die in meinem Alter ist. Und die haben immer gesagt, wenn ich gesagt habe, was machen wir denn im Yoga, heute im Yoga, aber ganz viel Entspannung, bitte mach wieder das, wenn du da erzählst, das ist so schön. Und dann wirst du halt Raum, verbindest dich mit der Erde, nimmst die Energie der Erde wahr, kannst auch immer die Erde fragen, ob sie dir beitragen will oder welchen Beitrag dir die Erde sein kann und welcher Beitrag kannst du für die Erde sein, kannst dich in den Himmel ausdehnen, kannst dich also man fängt dann halt stufenweise an, bis man sich über die Welt ausdehnt ins Universum. Und gerade wenn ich beim Universum bin, dann kommt mir schon das Nächste. Ich bin noch nicht ganz empfangen. Aber das war auch so etwas, das Tanja da ja im Talk to the Entities Kurs gesagt hat. Das war bei mir so, wow, du dehnst dich aus von Planet zu Planet. Und dann so mit, ja, okay, was wäre, wenn du früher
wenn deine früheren Leben gar nicht alle auf der Erde stattgefunden hätten? Was wäre, wenn du auf einem anderen Planeten gelebt hättest? Und dann kommt, genau, und dann kommt, es kommen immer wieder neue Sachen. Irgendwo, wenn ich dann zu fest abschweife, holst du mich wieder zurück. Aber dann kommt ja die Golden Planet Story-Geschichte. Die ist, ich glaube, die ist immer noch nicht wirklich irgendwo aufgeschrieben, aber die kriegen wir immer wieder mal erzählt. Und das so wahnsinnig, dass wir auf einem goldenen Planeten mal gelebt haben, wo wir einfach alles kreieren konnten. Wir konnten alles einfach so, ich will jetzt ein Haus und ich will jetzt das und ich will jetzt das, und wir haben uns einfach kreiert und gleichzeitig empfangen. Und wenn man sich tatsächlich bis zu dem Planeten ausdehnen kann, vielleicht kommt da ja so eine Erinnerung, dass du tatsächlich mal da gelebt hast, einfach in einer ganz anderen Form, was sie auch beitragen kann zum Empfangen. Und dann halt von diesem Raum aus überall Energie ziehen. Einerseits Energie ziehen vom Erlauben, dass ich mir alles erlauben darf. Und Energie ziehen heißt auch einfach, ich beabsichtige jetzt, dass ich Energie ziehe. Und ich fange die von überall an zu ziehen, von vorne, von hinten, von der Seite, von oben, von unten. Ich muss das, ich kann das wahrnehmen teilweise, dass man sagt, okay, es wird tatsächlich wärmer oder es gibt eine Farbe. Teilweise spüre ich überhaupt nichts, aber das macht auch nichts. Je nachdem, wie man tickt oder wie offen das man ist. Aber einfach beabsichtigen, diese Energie zu ziehen, von überall her, durch sich selbst, durch seinen Körper durch und wieder raus. Und dann auch die Energie des Empfangens ziehen. Und das, je mehr, dass man das macht, dass am Anfang macht man das sicher irgendwo in Ruhe, man legt sich ins Bett, man setzt sich hin, man wird vielleicht von jemandem begleitet. Aber je mehr, dass du das machst, desto öfters kannst du das überall machen. Du kannst in der Straßenbahn sein, du kannst irgendwo auf einen Freund warten. Und einfach sagen, okay, ich werde jetzt mal raus und ich ziehe mal die Energie von Empfangen. Und das kann ich für eine Minute machen. Ich kann die Augen offen lassen. Und einfach, je öfters, dass ich das mache, desto einfacher wird es. Und irgendwann muss ich das gar nicht mehr tun, weil dann werde ich zum Raum des Empfangens. Das ist auch nur das Schöne. Am Anfang haben wir alle diese Tools und wir müssen uns vielleicht daran erinnern, dass es sie gibt. Wir müssen wir wählen, es zu tun, wenn es ein Beitrag für uns ist. Und irgendwann werden wir einfach zu diesem Werkzeug und irgendwann sind wir der Raum des Empfangens. Und dann kommen natürlich wieder ab und zu so diese anderen Programme rein. Ja, vielleicht bin ich es mir doch nicht wert und vielleicht kann ich es ja doch nicht. Und also auch das nicht unterschätzen, nur weil ich jetzt einmal gelernt habe, Raum zu sein, Energie zu ziehen zum Beispiel, will ich nicht behaupten, also ganz, ganz so ist es ja dann nicht. Wir sind ja Menschen, wir sind teilweise länger oder ein bisschen kürzer auf diesem Planeten, haben immer noch all diese Programme, die sich dann vielleicht ein bisschen auflösen können, die dann aber wieder zurückkommen. Weil jemand wieder sagt, ja, du kannst ja nicht, und dann kaufe ich dem das wieder ab. Und stimmt, weshalb sollte das bei mir funktionieren? Ja, und dann kommen wieder alle die Bewertungen rein und das katapultiert einem vielleicht ein bisschen zurück. Aber dann sagen, ja, ich kann ja wieder neu wählen. Und das andere natürlich Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen. Was braucht es, damit ich einfach mit Leichtigkeit empfangen kann? Oder welche Energie, welcher Raum, welches Bewusstsein, welche Wahl kann ich und mein Körper sein, das mir erlaubt, jeden Tag ein bisschen einfacher und ein bisschen mehr zu empfangen? Also auch das so, jeden Tag ein bisschen mehr oder ein bisschen leichter. Das ist ja teilweise auch, also wir haben ja diesen Kopf, wir haben ja unseren Verstand, der uns ganz viel geholfen hat und der will halt auch immer noch so ein bisschen mitreden und das ist auch okay, also für diesen Verstand bin ich ja auch dankbar, auch wenn er teilweise ein bisschen zu stark ist,
aber dann auch, um den Verstand ein bisschen zu befriedigen, okay, jeden Tag darf es ein bisschen leichter sein, jeden Tag darf ich ein bisschen mehr empfangen. Und was braucht es dafür? Fragen stellen. Ja, für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt da am Schluss genannt hast oder immer wieder. Ich merke, dass mich am meisten vom Empfangen abschneidet oder also am Empfangen hindert, sind Bewertungen. Also Bewertungen, die ich über mich habe und Bewertungen, die andere eventuell über mich haben oder eine Fantasie davon, was andere für eine Bewertung haben könnten oder wie auch immer. Deswegen ein wichtiger Punkt ist ja auch, die Bewertungen zu empfangen. Mhm. Also möchtest du da noch was dazu sagen zu diesem Bewertungs- oder war das? Oh ja. Nee, kenne ich gar nicht. Das war ja auch ganz spannend im Foundation. Mein erster Foundation, das war für mich ja echt so einfach, wow, was ist hier alles möglich? Und ich habe diverse Sachen gemacht. Also ich habe viele Ausbildungen gemacht, viele spannende Sachen gehört, viel über mich gelernt. Aber der Foundation von Access, der dreht ein Licht auf Möglichkeiten und Ansichten und also, wahnsinnig. Und da kann natürlich auch, also okay, wenn du bereit bist, Bewertung zu empfangen, dann kriegst du jedes Mal, ich glaube, da steht auch jedes Mal was anderes, aber lass es mal 1000 Franken sein. Für jede Bewertung, die du bereit bist zu empfangen, kriegst du 1000 Franken oder 1000 Euro oder was auch immer. Für die Bewertung, die du nicht bereit bist zu empfangen, gibst du 5000 ab. Und das war so, dich nicht mehr, okay, das macht mich arm. Gut. Also kann ich jetzt bin ich bereit, Bewertungen zu empfangen? Kann ich wirklich reich werden mit Bewertungen empfangen? Natürlich ist das ein bisschen übertragen, das mit den 1000 Franken und wobei, wer weiß, was alles möglich ist. Aber es war für mich am Anfang auch, teilweise dachte ich doch, ich bin ziemlich gut in Bewertungen empfangen, weil ich habe auch schon ziemlich an mir gearbeitet und gesagt, dass das okay, lass die Leute denken, also entweder sie mögen mich oder dann mögen sie mich halt nicht. Das ging so in meinem Umfeld. Aber als wir uns dann mal entschieden haben, das erste Mal war in Breathwork mit der Rebecca, wo sie gesagt hat, komm, um uns zu promoten, machen wir jetzt Facebook Live oder so. Zuerst waren es nur Video. Die konnte ich ja 1000 Mal wieder löschen. Also ich hatte den ganzen Nachmittag, um irgendwie ein Video für 2 Minuten zu machen. Wie sehe ich da aus? Was sage ich da? Und ich schaue mich an und bin mich konstant nur am Bewerten. Und dann ging es dann weiter. Okay, wir machen mal Facebook Live. Das kann ich ja dann gar nicht abstellen. Dann, was ich gesagt habe, habe ich gesagt. Gut, hoffentlich hört niemand zu, aber ich mache ja nicht ein Facebook Live, damit niemand zuhört. Aber dann habe ich gesehen, boah, wie viele Bewertungen habe ich immer noch über mich. Und wird aber leichter. Einfach zuerst mal erkennen, okay, ich habe es. Was kann ich tun, damit es leichter wird? Und auch wieder mich anerkennen und sagen, hey, ich bin doch schon großartig. Aber auch wie viele Bewertungen habe ich immer wieder über meinen Körper? Obwohl ich dann wieder denke, nein, alles gut, aber wie schnell kommt das wieder rein als Frau? Sind wir halt wirklich so aufgewachsen, du musst schön sein, du musst eine gute Figur haben, du musst das, du musst das, du musst das. Also das ist auch noch nicht ganz gelöst, aber so, das auch wirklich vor Leuten zu sprechen, habe ich überhaupt kein Problem. Aber sobald dann Video aufgenommen wird und ich weiß, das wird ins Netz gestellt, ist heute viel, viel leichter. Aber da hatte ich extrem viele Bewertungen. Aber dann wieder plötzlich so, aha, Moment, Bewertungen heißt, ich kriege Geld. Also ich kriege Geld, ich werde mir Geld kreieren damit. Und Geld kreieren mache ich in dem, dass
dass ich einfach sage, okay, ja, das bin ich. Und du selbst sein, sei du selbst und verändere dein Leben. Das ist ja das, was Dane, das geniale Buch von Dane und die Kurse, die er gibt. Und wenn du wirklich dich selbst sein kannst, welches Geschenk, welcher Beitrag bist du für diesen Planeten? Wenn du dich konstant bewertest, dann bist du nicht dich selber, dann machst du dich ja ständig klein, anstatt mal anerkennen und auch zu sagen, was ist richtig an mir, was ich noch nicht anerkannt habe? Oder was ist schön an mir, was ich noch nicht sehe? Wo vielleicht sind sogar meine größten Schwächen meine größten Stärken? Was wäre, wenn meine größte Schwäche meine größte Stärke wäre? Und dann halt wieder mit Fragen arbeiten. Und das ist auch so grandios in Access. Klar sind das nicht die Einzigen oder wir sind nicht die Einzigen, die Fragen stellen. Aber es ist mir noch nie so bewusst geworden wie bei Access Consciousness. Die ganzen Fragen und keine Antwort darauf haben zu müssen. Wie geil, also wie cool ist das denn? Einfach Fragen stellen und dann merken, die richtige Frage, das tut einfach schon mal auf, auch wenn ich jetzt noch keine Antwort drauf habe, aber einfach das, ich stelle eine Frage und merke, aha, da könnte ja noch etwas anderes möglich sein, als wenn ich einfach sage, es geht nicht oder es geht nur so und das funktioniert ja sowieso nicht und einfach immer wieder mit Fragen, was ist jetzt noch alles möglich, dass ich noch nicht in Betracht gezogen habe oder wo ich die Möglichkeit noch nicht erlaubt habe und wenn ich es zulassen würde, welche neue Realität dürfte sich zeigen und was dann alles möglich ist und was dann alles abgeht, das ist super. Ja, man spürt ja deutlich deine Begeisterung auch für die Werkzeuge, das ist total schön, ich liebe sie ja auch so. Was würdest du denn sagen? Du bist ja auch jemand, du hast vorher schon viel gemacht, bevor dir Access begegnet ist. Was hat sich denn für dich verändert oder was ist denn für dich anders an Access oder an den Access-Werkzeugen, dass du das jetzt gewählt hast, wirklich zu tun in deinem Leben? Also CF zu sein, Certified Facilitator zu sein. Es ist die Leichtigkeit. Mhm. Es ist für mich, klar, fairerweise muss ich auch sagen, keine Ahnung, wenn Access Consciousness vor 10 Jahren in mein Leben gekommen wäre, ob ich dann alles genau gleich leicht, alles genau gleich genial gefunden hätte wie jetzt. Oder finde ich das jetzt so leicht, weil ich davor halt auch andere Sachen gemacht habe. Und weil ich mir davor andere Sachen kreiert habe. Aber bei mir ist es schon, dann komme ich von da nach da nach da. Also ich habe zuerst mal angefangen hat mit einer Physiognomie-Ausbildung, Gesichter lesen, dann Mental-Coach. Dann war das erste Mal so, ah ja, da gibt es einen Kopf, aber da gibt es ein Herz. Aber wie kann ich vom Herz oder vom Bauchgefühl aus funktionieren? Im Kopf habe ich es verstanden, ich habe es nicht gefühlt. Das hat mich zu einer Yoga-Ausbildung gebracht. Eigentlich wollte ich nur einen Yoga-Retreat machen, aber es ist dann immer spannend, was ich mir alles kreiere. Das war dann eine Yoga-Ausbildung. In einer anderen Yoga-Ausbildung bin ich zum Breathwork gekommen, habe da sehr viel gelernt, auch wie man mit dem Körper arbeitet. Ich habe eine Thai-Yoga- und Passiv-Yoga-Massage-Ausbildung gemacht. Eigentlich dachte ich, es sei etwas total anderes. Ich lese das Zeugs nie so richtig durch. Also da bin ich wirklich stolz drauf. Ich lasse mich wirklich schon seit Jahren nur von der Energie leiten. Ah ja, das fühlt sich gut an, ich gehe dahin. Ah ja, das fühlt sich gut an, ich mache das. Und gehe Schritt und Schritt vorwärts. Und jetzt mit Access Consciousness ist es für mich wirklich das, wo ich einfach sage, es ist so leicht. Und es ist keine Religion. Oder es ist nicht so, man sagt, ja, Yoga, die einen lieben es, sensationell, und die anderen sagen es, ja, es ist zu langweilig oder spirituell und la 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 la. Und ich finde, Access Consciousness ist auf den ersten Blick so überhaupt nicht spirituell, obwohl es
eigentlich ja, also was ist spirituell? Spiritualität ist für mich die ganze Verbundenheit mit allem, mit dem Universum, mit allem, was rundherum ist. Also es ist sehr wohl spirituell, aber es ist nicht so esoterisch, vielleicht das. Aber dann einfach so, ja, Fragen stellen, da lässt sich eigentlich fast jeder drauf ein. Oder Bars empfangen. Es wird nichts von mir erwartet. Ich kann mich einfach hinlegen. Du legst meine Hände an den Kopf und ich darf schlafen. Fand ich ja so großartig. Beim Mentalcoach-Ausbildung, da haben wir immer die totalen Mentalreisen gemacht. Aber auf dem Weg dahin bin ich immer eingeschlafen. Und da habe ich mir gesagt, Mist, ich habe alles verpasst, weil ich auf dem Weg dahin, die Treppe runter oder in die Räume rein, bin ich immer eingeschlafen. Und in meinem ersten Baskurs hat es geheißen, da werden euch die Hände hingelegt, ihr dürft schlafen und ihr verpasst nichts. Und das war so, wow, ich habe natürlich zweimal tief geschlafen oder ich habe mich schnarchen gehört. Das ist dann eben teilweise gar nicht so ein Schlafen, sondern so ein anderer Bewusstseinszustand oder der Körper schläft und ich bin aber da und einfach so dieses Erlauben und ich muss nirgends reinpassen. Und das bin ganz stark ich habe das Gefühl, ich passe nirgends rein. Ich bin nicht der typische Yogi, ich bin nicht der typische das. Ich bin nicht der typische Access Consciousness Certified Facilitator. Nur jeder ist anders und da musst du nicht reinpassen. Und Access lädt ja auch ein, Dinge zu kombinieren. Sagen, hey, du darfst alles und du sollst alles miteinander kombinieren. Weil es sich ausdehnen darf, weil es sich weiterentwickeln darf. Und an anderen Orten heißt es nur so. Und das ist aber genauso. Und hier darfst du nur das. Und hier kriegst du die Einladung, weil mischen tun die Leute dann ja sowieso alles zusammen. Ich habe das gelernt und ich bringe es zusammen. Aber Access war auch die erste Methode, was auch immer, die gesagt haben, ja, und hör nicht auf mit dem, was du getan hast, sondern schau mal, wie sich das alles beiträgt. Und auch immer wieder mit dem Körper arbeiten und sagen, glaub mir nicht alles, das sagt der Gary, der den jeder sagt das immer wieder und ich auch. Also glaub mir nicht alles, sondern vertrau auf dich, was weißt du. Und wenn du noch nicht in dem Wissen bist, lass mal deinen Körper sprechen und schau mal, wie fühlt es sich an, fühlt es sich leicht an, dann ist es wahrscheinlich wahr. Und wenn sich alles bei dir zusammenzieht, wenn ich dir etwas sage, ja, dann ist es nicht deine Wahrheit, dann geh weiter, such dir was anderes oder nimm dir ein anderes Tool. Und wir haben ja gerade auch im Foundation, wir haben so viele verschiedene coole Tools und selbst ich kann mir die nicht alle merken, aber oder respektive dann finde ich wieder eine Weile lang, okay, dieses Tool, Fragen stellen, Mantra, alles im Leben kommt zu mir mit Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit, dann wieder das, diese Fragen und dann wieder, und was gibt es jetzt noch? Und dann einfach wieder das Foundation Manual aufschlagen und sagen, ah ja, genau, da gibt es ja noch dieses Tool, habe ich ganz vergessen und einfach diese Auswahl zu haben. Und teilweise sprechen ja gewisse Tools jetzt noch, sprechen dich noch gar nicht an. Aber 2-3 Monate später sind sie plötzlich richtig. Und einfach diese Vielfalt, die du hast, an dir zu arbeiten und immer mehr anerkennen, wie großartig, dass wir alle sind und dass wir unser Leben selber kreieren. Und dass wir uns alles kreieren, den Scheiß, das Schöne, also eben wieder das Schöne, das Hässliche, das Gute und das Schlechte. Und was ist, wenn das Schlechte eben nicht Schlechtes ist? Oder einfach zu sagen, okay, ich habe mir das kreiert, also kann ich mir auch wieder etwas Neues kreieren. Und darf ich alles annehmen, weil ich habe es mir gekreiert, ich habe es gewählt und mich auch nie falsch machen zu müssen. Ja, oh, ich hätte es anders wählen sollen. Nein. Es ist immer alles genau richtig, weil was dann daraus resultiert, das kreierst du dir und das
könnte ein Beitrag für dich sein. Genau, super. Ich glaube, wir haben eine Frage, oder? Margit, ich muss gerade mal gucken, ich sehe den Chat nicht. Ah, nee. Sind sehr eingeladen, Fragen zu stellen. Ja, ich dachte, da kommt was. Hat jemand von euch eine Frage? Ansonsten stelle ich weiter Fragen. was mir noch dazu einfällt, auch noch mal zu dem Empfangensthema. Empfangen hat ja ganz viel mit Kreieren zu tun auch. Also ich habe vor Access alle möglichen Methoden ausprobiert, beim Universum alles Mögliche zu bestellen und so weiter. Und ich war auch ganz gut darin, Parkplätze zu bestellen und so Zeug. Aber immer wenn es was Wichtigeres wurde, dann hat es nicht funktioniert. Und ich mache da heute noch manchmal so einen Joke draus, wie die Pakete so um mich kreisen im Universum und einfach nicht ausgeliefert werden, weil ich sie eben nicht empfange. Und das ist was, das hat sich aber verändert jetzt mit Access. Also eben, das kreisen nicht mehr so viele, sie kommen es eher auch mal an. Willst du da noch was dazu sagen, zu diesem Kreieren, wie das eigentlich, wo eigentlich das Empfangen ja die letzte Stufe ist, sage ich jetzt mal. Genau. Ja, einfach auch schon davon ausgehen, dass wenn du danach fragst, dass alles schon da ist. Es ist schon da. Teilweise ist es noch nicht Zeit, dass es sich zeigt, aber es ist, alles ist schon da. Und teilweise vielleicht nicht ganz da, vielleicht noch ein bisschen weiter weg, aber zumindest in unserem Universum. Und dann muss das Universum ja auch noch so ein paar Rädchen drehen und machen und tun, damit sich das zeigen darf. Wenn ich dann immer auf Empfang bleiben würde, dann wäre das ja kein Thema. Aber dann denke ich so, oh, also jetzt habe ich schon 10-mal danach gefragt, jetzt habe ich mir doch das schon 10-mal kreiert, also funktioniert ja doch nicht. Und da kommen wieder die ganzen Glaubenssätze rein, oder? So für kleine Sachen, ah ja, einen Parkplatz kann ich mir kreieren. Im schlimmsten Fall, ja, wenn es dann nicht geht, dann nicht, oder? Man geht mit einer anderen Leichtigkeit dahin. Und sobald wir die Sachen signifikant machen, da wird es schwierig. Dann kommen auch schon wieder ganz viele Bewertungen rein. Oder dann kommt von außen, ja siehst du, geht ja nicht. Und dann denke ich, ja scheiße, geht nicht. Und fange mich wieder an, klein zu machen, kaufe die Bewertungen ab. Und dann halt einfach wieder alles potten, poppen, okay? Überall dort, wo ich meine Kreationen ausgeladen habe, zerstöre und umkreiere ich das jetzt gerade mal. Right and wrong, good and bad, but I call mine Schulz, Boys and Beyonds. Überall dort, wo ich Geld ausgeladen habe, das ist ja dann wieder so Simon Milassas Geldkurs, aber das ist auch so cool, oder? Wir wollen ja alle Geld. Irgendwo. Die einen sagen vielleicht, ich will kein Geld, weil Geld ist schlecht. Nur Arschlöcher haben Geld. Sobald ich Geld habe, dann werde ich zum Arschloch. Oder die Leute wollen nur mit mir zusammen sein, weil ich Geld habe. Dann haben wir sowieso alle interessanten Ansichten darüber. Oder ich kann es mir nicht kreieren, ich bin es mir nicht wert. Oder ich kann es mir nicht leisten. Und dann einfach jeden Tag immer wieder sagen, überall dort, wo ich Geld ausgeladen habe in meinem Leben, hat ein Pack. Oder dann halt auch mit dem Empfangen. Überall dort, wo ich wieder zugetan habe, überall dort, wo ich mir nicht erlaubt habe zu empfangen heute, zerstöre und umkreiere ich das. Pot und Pock reicht. Also wenn man nicht das ganze Clearing Statement aufsagen kann, will, einfach überall dort, wo ich das Empfangen wieder abgeschlossen habe, wo ich die Barrieren hochgefahren habe, überall dort, wo ich mich zugetan habe vor dem Empfangen, zerstöre und umkreiere ich das. Pot und Pock. Und das vielleicht auch einfach als Routine im Tag einbauen, dass man sich irgendwo ein Post-it hinklebt und sagt, spätestens am Abend, bevor ich ins Bett gehe, zerstöre ich wieder alles. Überall dort, wo ich mich dem Empfangen verschlossen habe, einfach zerstören und umkreieren. Und das eine Weile machen. Aber auch
einfach in dem Vertrauen bleiben und sagen, ich habe es gewählt, ich habe es kreiert und es darf sich dann auch zeigen. Und gewisse Sachen, die brauchen ein bisschen Zeit, bis sie sich zeigen dürfen. Und nicht aufgeben, nur weil sie es nicht gleich sofort zeigt. Genau, ja. Und was für mich da ja auch noch zu diesem Kreierprozess ist, sind ja dieses Erkennen der Möglichkeiten. Das steht ja auch noch vor dem Empfangen, gell? Weil das ist ja auch was, was wir nicht gelernt haben, dass die Dinge sich einfach anders zeigen, wie wir sie vermeintlich bestellt haben, wie wir uns vorstellen, dass sie geliefert werden, was uns ja auch wieder vom Empfangen abhält. Genau. Ja, wahnsinnig spannend. Was ist richtig daran, was ich nicht erkenne? Das ist dann so einer meiner Lieblingssprüche. Aber immer, wenn irgendetwas passiert, ich denke, aber nein, nicht das. Nee. Oder das schmerzt. Oder nein. Und dann halt wieder sagen, okay. Und was ist richtig daran, was ich noch nicht erkenne? Und alles im Leben kommt zu mir in Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit. Auch das. Und alles im Leben kommt zu mir in Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit. Und wenn man nur schon das 10-mal am Morgen, 10-mal am Abend sagt und ganz, ganz oft dazwischen und das nicht einfach nur so runterlabert, sondern wirklich sagt, hey, und alles im Leben kommt zu mir mit Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit. Und alles im Leben kommt zu mir mit Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit. Und alles im Leben kommt zu mir mit Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit. Dann irgendwann merkt man, ah, es tut auf, es tut auf. Und alles darf in Freude zu mir kommen, in Leichtigkeit und in Herrlichkeit. Und ich darf alles empfangen, weil ich es mir kreiert habe. Und immer davon ausgehen, ja, was ist richtig daran, was ich nicht erkenne? Dachte ich, es kommt in einem roten Geschenkspaket mit rosa Schleife. Jetzt kommt es aber schwarz mit irgendwie Stacheldraht rundherum. Das will ich nicht haben. Nein. Wenn ich bereit dazu bin, auch das zu empfangen und anzunehmen und das auszupacken, welches Geschenk, das darf da drin sein. Ja. Ja, sehr spannend. Möchtest du noch was dazu sagen? Du gibst auch Facelift-Kurse, gell? Du gibst Yoga-Kurse, Facelift-Kurse und Foundation, oder? Bin ich richtig? Und Bars. Natürlich die Bars. Natürlich. Genau. In Zürich. Du gibst die in Zürich, gell? Ist das richtig? Ja, genau. Du bist aber auch bereit zu reisen. Ja, auf jeden Fall. Also eben, ich sage auch, ich meine, ich habe einen Praxisraum und das ist die bequemste Lösung. Mhm. Weil da ist alles da, aber ich finde es natürlich genial, wenn dann Leute kommen und sagen, Elvira, wir würden auch Körperkurse, mache ich auch noch, Elvira, wir würden gerne einen Körperkurs machen, machst du das für uns? Und das fängt dann vielleicht an mit 2 Leuten, sage, ja gut, machen wir, schreiben wir aus und so, oder einfach schauen, auch das ist das, was ich eigentlich am liebsten habe und ich bin interessante Ansicht, aber ich bin immer noch so ein bisschen schlecht darin, weit im Voraus zu planen. Ich mache es einfach nicht gerne, weil ich mache die Sachen spontan. Ich weiß, früher, vor 2 Jahren oder so, als ich in 2018 habe ich meinen ersten Foundation gemacht, die erste Basiskurse und dann habe ich noch gesagt, aber da stehen erst die Basiskurse drin für nächsten Monat oder für 2 Monate. Aber wenn ich jetzt doch im Sommer schon schauen will, wann dann die Kurse sind, da steht ja noch gar nichts. Und dann sagt sie mir, ja, die Leute kreieren dann halt oft sehr spontan, wie sie unterwegs sind. Sie gehen mit der Energie, habe ich damals noch nicht so verstanden. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin die Schlimmste darin. Also, okay. Ah ja, genau. Ich sollte ja noch planen. Und was braucht es? Ich mag es anders viel, viel lieber. Also wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich weiß, du bietest das an, lass uns einen Kurs machen und so anfangen zu kreieren und sagen, okay, vielleicht sind wir zu zweit, zu dritt und vielleicht werden wir mehr. Und wenn wir nicht mehr werden, dann
ist es genau die Gruppe, die es braucht und so wie es passt. Und das, ja, ich habe ganz anders angefangen zu kreieren als früher, definitiv. Mhm. Ja, und was wäre, wenn nichts falsch daran wäre? Ja, ja, also das ist also wirklich auch meine Homepage, wo ich immer alle sagen, du musst dich doch fokussieren. Du musst doch. Und dann am Anfang habe ich mich auch immer falsch gemacht. Oder? Und sobald ich etwas von meiner Homepage runternehmen wollte, ja, dann kam wieder jemand und sagt, ah, du massierst doch, kann ich zu dir in eine Massage kommen? Dann denke ich, ja gut, dann lasse ich die Massage noch drauf. Und dann kommt doch wieder jemand. Und, aber immer, wenn ich es wegnehmen will, dann kommen die Leute wieder. Eigentlich müsste ich mehr wegnehmen. Aber vielleicht ist das der Trick. Nein. Das andere ist dann auch einfach anzuerkennen, meine Homepage, die sieht so jeden zweiten Monat wieder ein bisschen ziemlich anders aus. Andere Bilder, anderes alles. Weil das bin einfach ich und ich fange immer mehr an, mich dafür anzuerkennen, dass ich das bin. Ich, eben, wie ich am Anfang mal gesagt habe, ich will mich gar nicht mehr schubladisieren. Ich will gar nicht nur der CF sein oder nur die Yoga-Lehrerin oder nur die Breathwork-Facilitatorin oder so, sondern nein, ich bin alles und am liebsten mische ich dann auch die Session so. Also wenn jemand kommt mit einem Problem oder jemand kommt zu einer Massage vielleicht, also wenn er dann wirklich eine Massage will, dann kriegt er die Massage natürlich. Aber plötzlich darf sich das ändern und dann ist etwas anderes, Wichtigeres. Und ich habe einfach so viele verschiedene Tools. Ich einfach sage, großartig. Und mich auch da nicht mehr falsch machen, und sondern das als Geschenk sehen und sagen, ja gut, dann gehen vielleicht gewisse Sachen langsamer, weil ich nicht ganz so fokussiert bin. Aber andererseits dieses Geschenk und diese Vielfalt, die ich zu bieten habe, auch immer wieder anzuerkennen. Ja, super. Follow the energy. Wollte jemand was sagen gerade? Ja, Entschuldigung, Silvia. Elvira, erzählst du uns noch, wie deine Homepage heißt? Dann schreibe ich die in den Chat. Ja. Ganz einfach, elvirahusp.ch. Okay. Also. Danke dir. Danke dir. Ja, ja, stimmt. Und jetzt ist die Stunde doch schon wieder fast um. Ja, es geht dann doch schnell, gell? Aber ja. Ja, es hat total Spaß gemacht. Macht es immer noch gerade? Hat irgendjemand noch eine Frage an die Elvira? Fragenlos. Genau. Gibt es noch was, das du sagen möchtest? Ich habe schon so viel gesagt. Ja, ich bin jetzt einfach mal ruhig. Also es ist eben, mich kann man oft gar nicht stoppen, wenn mich mal ein Thema interessiert, dann geht es von Pontius zu Pilatus nach irgendwo hin. Aber ja, spannend und ich bin jetzt einfach mal ruhig. Okay, dann vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte bei dieser Kreation. Danke dir. War super für die Fragen. Danke auch an dich, Margit, und an alle, die da waren. Ja, ich bedanke mich auch bei euch zwei und bei allen, die dabei waren. Es war wirklich ein sehr inspirierendes Gespräch, super toll. Viele, viele kleine Perlen da drin. Sehr schön, vielen Dank. Und wir freuen uns, euch nächstes Mal wieder dabei zu haben. Da wird die Karin Guggenheim vorgestellt mit dem Thema, welche Fußspuren willst du hinterlassen? Oh, auch schön. Sehr schön. Super, ja. Cool. Danke euch, tschüss. Danke, tschüss, schönen Abend. Ciao.